Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit Prussen und König Prusas, dem Fetten von Prussen. Ja, einfach Preußen, ist wurscht. Ja, da sind wir wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir haben ja eigentlich immer noch vor, uns Richtung Westen auszubreiten. Aber da kam ja letztens der Herrscherwechsel in Großpolen dazwischen. Ja, jetzt müsste ich ihn wieder unterwerfen. Kostet mich wieder 375 Prestige. Habe ich jetzt aktuell nicht. Deswegen würde ich eigentlich fast schon sagen, wir chillen vielleicht auch einfach mal eine Runde. Aktuell. So komisch das jetzt auch gerade klingt, aber ich denke, chillen ist jetzt gerade mal angesagt. Wer ist denn das hier eigentlich? Meine Verbündeten, mein Untertan. Die führen untereinander auch noch Krieg. Haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Und mein Verbündeter hier oben, das Oberhäuptlingsdom von Samogitia, die haben ja sogar... Die haben ja sogar Estland eingebracht, ein bisschen was, in Island. Ich glaube, diese Provinz hat ihr früher Island gehört. Leider sieht man das ja nicht, ne? Man sieht ja, glaube ich, nicht die Entwicklung des Besitzes einer Provinz. Wie es zum Beispiel beim Europa Universalis 4 der Fall ist, wo man ja sieht, wer, glaube ich, für welche Provinz gehalten hat, wann und wo und was. Ihr bitte hier nicht, ja, finde ich ein bisschen schade. Aber das ist eigentlich so ein Ding, wo ich ganz ehrlich sage... Das ist eigentlich mein Gebiet und ihr habt eigentlich auch kein Recht, dort zu sein. Mit euren 484 Mann lokale Truppen ausheben sollte eigentlich genügen. Naja, genau. Mal ganz mutig hier was angreifen, ne? So. Hä, warum? Ich habe 2 Punkte? Mhm. Relativ interessant, weil er ist auch schon ziemlich alt, ne? Er wird nicht mehr lange leben. Naja, mal gucken. Wir marschieren eh einfach mal direkt zur Hauptstadt. Das sollte hier kein großer Act werden. Selbst wenn die jetzt irgendwas erobern, dann sollen sie es machen. Ich möchte jetzt einfach nur Kurland haben, weil es hat früher auch schon historisch bestimmt zu irgendjemandem mal gehört, der am entferntesten mit uns verwandt war. Deswegen passt mir das. So, auspeitschen lassen. Die verlieren aber Meinung von uns. Wir versuchen, die zu beschwichtigen mit 150 Prestige. Jawohl, hervorragend. Ich bin ein wahres Talent, wenn es darum geht, Streit zu schlichten. Und wir haben ein Dynastievermächtnis. Da warte ich aber noch drauf, dass wir das freischalten. Denn Problemus ist Bekanntheitos. Brauchst du immer um... Ich weiß, dass ich fettleibig bin. Das müsst ihr mir nicht sagen. Das habe ich schon lange erkannt. Danke, Spiel. Es plündert mich hier irgendjemand. Wo ist denn der, der da plündert? Hier? Ich werde geplündert, ich weiß aber nicht von wem. Wo bist du denn? Ist das hier oben Island? Island plündert mich? Nee. Ist das ein Unterstamm von Island? Die sind das. Aber wo sind denn ihre Truppen? Das ist eben die interessante Frage. Da sind sie. Warum kann ich die nicht angreifen? Jetzt hat. Das Spiel ist schon ein bisschen buggy manchmal, ne? Aber immerhin habe ich mich an ihm gerecht, das ist schon mal wichtig. Die Provinz gebe ich ab. Und zwar wieder mal an meiner Söhne. Ich möchte halt alles in der Dynastie halten, weil Dynastie gibt halt am Ende auch dann doch wieder Meinung. Und wir schauen nach dem, der von meinen Kindern am militärisch schwächsten ist. Ja, er hasst mich wie die Pest. Das wusste ich schon vorher. Ich löse ich auf. Wir haben ja die Schlacht gewonnen gegen unsere Plünderer. Wir haben noch ein Lösegeld, das ist nicht viel, aber es ist besser als nichts. Familienmitglieder können auch heiraten, mächtige Vasallen, bla bla bla. Nächstes, was ich halt machen müsste, ist mal meine Autorität auf hohe Stammesautorität machen, damit wir uns dann irgendwie diesen einen Problem hier noch entledigen können mal. Und zwar das Problem, wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Kein mächtiger Vasall mehr? Also er muss weg. Und das geht erst, wenn ich ihm seine Titel aberkannt habe. Vorher geht das nicht. Mal bis wir dahin kommen, das ist wieder eine ganz eigene Geschichte. So, wir sind jetzt fettleibig. Wir versuchen mal Gewichtsverlust zu machen. Ihr erhaltet, nimmt ab, bringt uns 25% mehr Anspannung. Aber schau, wie fett er ist halt, ne? Verringert leider auch seine Gesundheit. Er hat aber auch Leidenschaft fürs Leben, das ist wieder gut, aber... Früher oder später wird er halt sterben. Es gibt Fraktionen gegen mich. Achso, mein Neffe.
Mein Neffe ist der Anspruchsteller und wird unterstützt von Oberhäuptling Kugis von Masuren. Das sind 1700 Mann. Dann können wir beeinflussen nebenbei. Habe eh nichts Besseres zu tun. Das geht ja nebenbei. Da kann ich nicht viel falsch oder richtig machen in der Situation. Und große Meeren ist auch interessant. Das wäre natürlich schon eine schöne Sache. Die sind übrigens auch relativ schwach, sehe ich gerade. Könnte ich die unterwerfen? Nee, die kann ich nicht unterwerfen, weil es auch ein Königreich ist. Das geht ja beim Königreich nicht, aber... Was ist denn jetzt wieder los? Großpolen wird jetzt wieder von irgendjemandem zerfleischt. Mann. Fortschrittszuwachs, Hof machen. Wo ist denn das, dass die harte Herrschaft? Ja, genau, das bräuchte ich eigentlich auch mal. Das wäre nicht schlecht. Wir können natürlich nur lauter Leute einkerkern. Wir haben nicht viel Schrecken. Wir haben aktuell 9. Das steigert sich allerdings im Monat um 0,3. Jetzt soll ich ihn auch bestechen, den Sack, oder was? Der soll nur auch einfach aufhören, eine Fraktion gegen mich zu haben, mein Schwager. Oder gegen mich in der Fraktion mit drinne zu sein. Gegen wen ist denn Großpolen im Krieg? Gegen Schlesien? Ach Gott, nee. Wobei ich, nee, Schlesien könnte ich auch nicht unterwerfen. Ah, die haben gewonnen. Doch, es geht schon. Ich denke, wir werden das auch machen. Das wäre aber richtig interessant, ne? Das ist jetzt wirklich eine richtig interessante Sache, was ich hier gerade treibe. Denn wir jetzt natürlich mit einem Schlag riesengroße Gebiete bekommen könnten. Das kann aber wieder schief gehen, ne? Habe übrigens keine Verbündeten, fällt mir gerade ein. Das sind ja alles... das war ja alles Familienmitglieder bei mir aus dem eigenen Reich. Verheiratet, unverheiratet. Gibt es denn irgendjemanden, der ein starkes Bündnis bringen würde? Ungarn. Dann holen wir uns mal Ungarn mit als Bündnispartner rein. Die wir uns natürlich auch rufen werden, logischerweise. 350 Prestige. Schau mal, da kann ich mir die rufen und dann war es das sowieso. Problem ist, ich habe kein Geld mehr. Jetzt muss ich kurz was machen. Ne, ich kann nichts machen. Ah. Geht aber dieses Jahr noch. So, Befehlshaber ist okay, könnte besser sein. Man nimmt das, was man kriegen kann. Marschieren direkt mal hier hin. Ungarn wird uns, wie gesagt, unterstützen. Da oben ist die feindliche Armee. Mal gucken, was die vorhaben jetzt. Was da der Plan ist. Von den kleinen Lemuren. Aber ich sehe auch hier generell, die haben einige Kriege, nicht nur gegen uns, sie verteidigen sich auch gegen ihn hier. Das zieht ihnen auch noch mal ein paar Truppen ab, hoffe ich. Werden auch noch geplündert. Ungarn ist schon mal da. Die Prachtstufe unserer Dynastie ist bemerkenswert, schon mal hervorragend. Die Herrscher halten ein Maximum von plus 20 Meinung für lange Herrschaft, das ist auch gut. So, hier machen sie erstmal nichts. Das heißt, wir marschieren direkt mal zur Hauptstadt. Müssen jetzt halt nur wirklich gucken, dass wir kurz ein bisschen Prestige bekommen. Weil sonst verliere ich nämlich Kampfstärke. Und das möchte ich nicht. Wollen die jetzt hier kämpfen gegen mich? Ach, die Deppen, ey. 150 Prestige erhalten. Und alle erhalten nochmal plus 20 Meinung von uns. Okay, hervorragend. Das andere ist schon mal weg. Es ist sie hier, meine Nichte. Und, naja... Nee, das Problem bleibt das gleiche. Die will auch lauter Titel. Wie gesagt, ich werde das erst los, wenn ich diese komplette Sippe, die komplette Betten-Sippe hier einmal rauskriege. Davor kann ich das mir in den Hut schmieren. Das können wir auf alle Fälle wieder sein lassen jetzt. Die sind wir ja durch. Wir sind ineffizient beim Belagern. Die Festungsstufe ist so hoch. Wir haben 6000 Mann, aber die Festungsstufe ist so hoch. Ich verstehe. Warum nicht? Kann man mal machen. Und falls ihr euch fragt, warum ich eben meine Bekanntheit nicht ausgebe, das ist ganz einfach, weil ich halt notfalls jemanden enterben möchte, können, wenn es mal dazu kommen sollte. Wo ist eigentlich Ungarn? Oh, da oben sind 6400 Mann, sehe ich gerade. Ah, die wollen bestimmt sich meine Hauptstadt snacken, aber ich möchte erstmal denn ihre Hauptstadt haben. Können wir eigentlich noch ein Bündnis machen? Mit irgendjemanden? Die haben gerade ihren eigenen Krieg, die nicht. Holen wir die nochmal als Bündnispartner mit rein. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein anderer Bündnispartner sich erübrigt hat mal.
Aha, aha. Mächtige Vasallen möchten Ratsposten. Ihr könnt mich immer am Ärmel lutschen. Wenn ich das mal so sagen darf. So, unterstützt mich bitte alle. Ich habe hier Riesenprobleme. Kann man bitte mal die Belagerung jetzt gewinnen? Das doch, kann doch nicht sein. Noch 2 Monate. 30. 10 Tage. Werft ihn ins Gefängnis. Jawohl, wenn ich jemanden ins Gefängnis werfen kann, dann mache ich das natürlich auch. Okay, was machen denn die da? Eine wertvolle Geisel gefangen genommen. So wertvoll ist es scheinbar nicht, wenn sie mir nur 25 Geld bringt. Na, marschieren wir mal da hoch. Also wir stehen erstmal kurz in unsere eigenen Länder rein. Und dann marschieren wir noch nach dort oben. Gibt es hier einen Fluss, den wir verteidigen könnten? Ich weiß auch nicht, was sie vorhaben, ne? Das ist das andere Problem. Da ist unsere Verbündeten. Da sind unsere Verbündeten. Gute Deutsch heute wieder mal. Ja. Kurz in den Wald marschieren. Wo ist denn der Rest vom Fest? Da unten? Die haben ihren eigenen Krieg wieder, oder was? Ey. Ich habe auch immer Pech mit meinen Verbündeten. Das ist echt der... Das ist echt nicht lustig. Oh Mann, Jagd. Ganz nebenbei. Das bringt uns natürlich auch nochmal ein bisschen Prestige. Ich würde hier gerne die Schlacht suchen tatsächlich. Das ist jetzt eine Flussüberquerung. Meine Verbündeten sind leider etwas zu weit weg. Das ist nicht gut. Okay, war es eine kurze Jagd. Die werden immer stärker. Aber jetzt könnten wir hier die Schlacht suchen, aber nur leider gegen die Plünderer. Ah, verdammt. Was ist hier? Gegner da? Wir würden die vernichten, laut Güte. Wenn ihr mich mal unterstützt. Warum bitte unterstützt einen die KI nicht? Da sagen die, ja, wir haben das gepatcht. Das ist behoben, dass die KI einen nicht unterstützt. Mhm. Mein Arsch unterstützt einen. Nein, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich wirklich nicht auf. Ich bin echt total entspannt gerade. Ich bin sehr entspannt gerade. Wirklich sehr entspannt gerade. Richtig entspannt bin ich. Bin so unglaublich entspannt, dass es eigentlich... Also so entspannt kann man eigentlich gar nicht sein. So. Ja, ich werde selber anführen. Das wäre eigentlich das Beste. Einfach verrecken. Mit dem fetten Klumpen. So, und ich möchte, dass diese eine Armee... Ich verstehe auch nicht, warum ich nicht einfach eine Armee selber auswählen kann. So, dankeschön. Er hat einen 31er Befehlswert. Das ist schon mal ganz gut. So, marschiert mal bitte dorthin jetzt. Bin gerade richtig sauer, echt. Wir hätten die Schlacht gewonnen... Wäre die KI nicht mal wieder hirnkompetent, wegverbrannt und dumm gewesen. So, jetzt marschieren wir da bitte rein und gewinnen diese Schlacht dann einmal. Bitte, danke. Jawohl, hervorragend. So, das, meine Damen und Herren, das war jetzt mal ein Sieg. Wieder quasi das Geld wiederholen, was ich quasi hier gerade ausgegeben habe für die Söldner, die ich niemals gebraucht hätte, wenn die KI nicht so unglaublich dämlich wäre. Aber meine Damen und Herren, das ist Crusader Kings 3. Über einen Monat nach Release. Die KI ist quasi immer noch nicht existent. Kann man quasi so sagen. Belagern jetzt hier einfach mal ein bisschen was nebenbei. Gucken, was die hier treiben. Okay, die wollen jetzt wahrscheinlich hier angreifen, oder? Ne, was machen die? Hauptstadt angreifen? Mhm. Das ist okay. Damit habe ich kein Problem. Dann können wir nicht erstmal die Sachen hier belagern. Und danach können wir uns quasi hier sammeln und dann dort angreifen. Das ist jetzt mein Ziel. Aha. Okay, was machen sie jetzt? Wir haben leider einige Leute schon verloren hier wieder durch die Belagerung auch. Wir müssen jetzt hier dann doch mal die Schlacht suchen gerade. Ja, doch deutlicher Sieg wieder. 300 Ruhm. Also Ruhm kriegt man echt viel durch Schlachten. Ne? Das ist der einzige Vorteil. Wir haben auch fast keine Verluste gemacht gegen 1300 Männer, die da drüben gestorben sind. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben wieder einige Gefangene. Ich weiß, die zu verkaufen ist nicht so schlau. Ich mache es trotzdem. Und wir lassen nicht nach. Wir gehen da hinterher. Oder? Nee, komm. Wir belagern einfach weiter. Die müssen ja mich angreifen, nicht ich die. Ja doch, eigentlich muss ich schon die angreifen, aber... Aktuell ist das alles relativ entspannt. Es läuft eigentlich relativ gut gerade, ne? Kann man sagen. Rivale von mir ist abgenippelt. Die nippeln jetzt quasi alle noch kurz vor mir ab.
So, 65, 73. Jetzt prügeln die sich mit meinem Verbündeten. Schau, so macht man das, liebe verbündete KI. Man unterstützt einen in der Schlacht. So, seht ihr das? Habt ihr das gesehen, ja? Ich unterstütze euch und ihr lasst mich sterben. Das ist der Unterschied. So, ihr geht bitte nach Oppeln. Eh schon 77%. Mein Ehepartner ist gestorben? Nee, von jemand anderen. Geh mal dorthin. Ja, ja, ich komme ja schon. Unser Champion konnte einen feindlichen Häuptling verwunden. Und einer meiner Söhne ist ein fähiger Soldat geworden. Problem ist leider, dass er mein Erbe sein wird. Er ist guter Verwalter und er ist guter Diplomat. Militärisch ist er jetzt nicht so die Leuchte, ne? Hat er schon Kinder? Hat er auch schon. Und den Enkel. Mal selber Vormund machen für meinen Enkel, dass ich den ein bisschen beeinflussen kann, bevor ich verreck. Ich kann jemanden übertragen. Machen wir das mal. Dann machen wir das doch mal. Schau mal an, welch fähiger Bub. Was gibt's denn sonst noch? Eigentlich nicht so weit, was gerade wichtig wäre, so wie es ausschaut. Hier oben haben wir nochmal eine Schlacht gewonnen jedenfalls, 79%. Meine Söldner, das ist übrigens eine reine Söldnerarmee hier, ne? Muss man mal dazu sagen. Die machen ihre Rolle gut, dafür, dass sie so teuer waren. Wir haben auf alle Fälle schon was gebracht, ne? Also, dass ich den... Ich meine, ich musste sie mir holen, ich wollte sie mir nicht holen, muss man dazu sagen, aber... Zum Glück, ist auch ein sehr fähiger General halt. Ne, warte mal, wo ist der hin? Ach, der ist da oben hin, okay. Warte mal, ist das meine Hauptarmee und das ist meine Söldnerarmee? Ah, okay. Das ist meine Söldnerarmee, das ist meine Hauptarmee. Ich mache gerade einen großen Fehler. Ich sollte meine Söldner bitte kämpfen lassen. Weil es ist nicht blöd, dass ich meine Hauptarmee gerade quasi opfere gerade. Okay, sucht mal da nochmal kurz die Schlacht, bevor ihr weg seid. Jawohl, 100%. Hervorragend. Dann tun wir jetzt hier Forderungen erzwingen. Und dann wird es jetzt relativ spannend, denn ihr seht das selber. Wir sind jetzt das Großprussische Reich geworden. Und das ist natürlich eine riskante Sache jetzt. Denn... Ja, das... Er mag uns natürlich nicht, ne? Kurze Herrschaft über Domänenschwelle, Angriffskrieg. Gut, man könnte ihn beeinflussen. Schritt 1. Schritt 2 ist, wir sollten unsere Domänenschwelle wieder senken. Was habe ich denn geerbt eigentlich? Ich habe irgendwas geerbt. Irgendwas, ich will das gar nicht. Gib mir da irgendwas ab hier. Was ist das denn? Ich gebe das mal ab. An einen unserer vielen Söhne. So, das ist mal Schritt 1. So, der Dicke möchte jetzt einen Platz im Rat. Den kann ich ihm geben. Ist er das? Ja. Boah, er ist ein hervorragender Diplomat. Er leckt mich am Arsch. Okay, schon minus 73 nur noch passt. Dann ihn tue ich noch austauschen. Gut, und wie gesagt, jetzt tun wir quasi gucken, dass wir ihn irgendwie friedlich halten. Ne? Das ist jetzt erstmal Schritt 1 an der ganzen Geschichte. Warum verlieren wir den aktuellen Prestige? Weil wir... Unser Kriegsvolk muss sich regenerieren, das ist das Problem. Wir haben unser Kriegsvolk auf komplette Stärke hochgepusht quasi. Unsere Söldner sind weg. Wir haben aber immer noch 10.000 Mann jetzt maximal in den Waffen. Oder die wir rufen könnten quasi. Wie gesagt, wir versuchen jetzt seine Meinung zu erhöhen. Die wird eh nach und nach wieder steigern. Aber er wird eine Fraktion schon gegründet haben, oder? Nee, noch nicht. Er wird aber bald eine gründen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Und spätestens, wenn der Fette da stirbt, wenn sein krüppliger Sohn ans Werk kommt, dann wird es eh spannend. Oh, was ist denn jetzt passiert? Großmähren wird wirklich immer größer. Da müssen wir irgendwann mal intervenieren. Weil die auch nicht wirklich groß sind, ne? Oh, tapfer. Oh, hervorragend. Hervorragend. Wir könnten einen Fall in den Königreich machen. Könnten quasi Polen fordern, aber ist zu teuer, ne? Ansprüche von Häuptlingen durchsetzen. Nö, Herzogtum. Jetzt los. Ja, ja, okay. Jetzt bin ich... Ach, schau, jetzt bin ich wirklich mit Großmähren im Krieg. Ich bin nicht mal mad, muss ich ganz ehrlich gestehen gerade. Weil die sind eh nicht wirklich stark. Und ich kann jetzt einfach meine lokalen Truppen hier nutzen. Um einfach ein bisschen gegen...
mehr ein bisschen Damage zu machen. Das ist relativ entspannt tatsächlich. Das sehe ich jetzt gerade relativ gut. Einer meiner Söhne hat Schwindsucht. Der Ausgang ist unsicher. Er könnte überlegen. Da machen wir drastische Maßnahmen und hervorragend. Die alte Frau hat ihn erfolgreich behandeln können. Das ist doch schön. Das freut mich doch sehr. Wir haben 8600 Levies. Wir haben ein Kriegsvolk in Größe von 800.600, 800, 12, 16, 1900, knapp 2000 Mann und wir haben 16 Ritter. Also militärisch sind wir schon echt immens stark, muss man dazu sagen. Ich sollte mal Onager machen irgendwann. Aber wir forschen aktuell das Hauptbuch, ne? Wir sind tot. Problem, meine Freunde, Problem. Jetzt müssen wir kurz gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt. Also das ist gleich geblieben. Truppenstärke ist auch ziemlich gleich geblieben. Okay, Lebenswandel gehen wir auf Militär, weil Diplomat... Der Trottel. Sorry, wenn ich das so direkt sage. Schreckenszuwachs plus 20%. Nee, machen wir nicht. Wir gehen auf Krieg und dann... Ja, wir sind ja ein Kriegsvolk. So Zeug das auch ist. Okay, das Weib ist ja komplett unfähig. Kann ich mich von ihr scheiden lassen? Ja, geht mit bisschen Frömmigkeit. Tschüss. Die Frage, die ich mich jetzt frage. Ich habe zwei Kinder, ne? Eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir uns eine alte Frau suchen, die keine Kinder mehr gebären kann. So komisch das jetzt auch klingt, ne? Wir könnt, das wäre, glaube ich, das Schlauste, was ich gerade machen könnte, oder? Ah, ich habe Dings, okay, Polen ist rausgefallen. Okay. Wir haben Polen verloren. Weißen Königreich war, oder nicht? Oder wie? Oder wo? Wer ist denn hier für Polen zuständig? Wer ist denn das? Mein Bruder. Okay. Würde ich den Titel denn erben? Ja, zweiter in der Erbfolge. Ich bin... Nein! Wo bin ich denn mitfühlend? Aber wir könnten den Titel erben. Deswegen probieren wir das auch mal, auch wenn uns das jetzt ein bisschen Anspannung bringt. Das ist mal Schritt 1. Schritt 2 ist, wir suchen uns jemanden mit einem hohen Militärwert, die ein bisschen älter ist. Das ist mir egal. Hauptsache, dass wir... Okay, wir suchen jemanden, der uns viel Prestige bringt, wenn wir ihn heiraten. Und eventuell noch ein paar gute Werte hat. Meine Cousine. Okay. Meine Cousine bringt uns 400 Prestige. Das musst du auch erstmal schaffen. Dann benennen wir mal unseren Rat neu. Meine Vasallen wollen natürlich alle wieder irgendwelche Plätze im Rat haben, weil sie sonst wieder rumheulen eine Woche. Ihn übrigens als Ratspitzel einzusetzen, ist sehr dumm. Warum hat er minus 48 eigentlich? Beeinflussen. Okay. Also. Ich liege nicht über Domänenschwelle, aber danke für den falschen Hinweis. Ich könnte noch Verbündete in den Krieg rufen. Nö, warum denn? Ach, Litauen hat sich auch gegründet. Ich habe quasi... Naja, stimmt, wir hatten ja... Wir haben ja die nervige Bundteilung, leider. Ja, die haben wir natürlich nicht wegbekommen, ne? Das ist das Problem an der Geschichte, aber das wirft uns nicht weiter zurück, das ist okay. Wir haben einen Herausforderer. Und wir werden das höchstwahrscheinlich verlieren. Aha. Mein Cousin fordert mich vor versammelten Stamm heraus. Zu 28% gewinnen wir und erhalten eine Ruhmstufe. Oder wir verlieren zu 71%. Hervorragend. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt verlieren? Mit wem spielen wir weiter? Oder als was spielen wir weiter? Warte, ich habe echt gewonnen? Okay, das musst du auch erstmal schaffen. Das musst du auch erstmal schaffen. So, wir ver... Ja, okay, das ist ja okay. Sein Erbe ist mein Neffe. Okay, er hat so viele Kinder. Dass wir da was erben, ist sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir da was erben. Warte mal, was? Ja, wer greift ihn an? Stopp, I'm confused. Warte mal ganz kurz. Ich soll vielleicht doch mal Verbündete kurz rufen. Und zwar, kann ich den rufen? Nee, er kämpft bereits in dem Krieg. Kämpft auch bereits in dem Krieg. Ist gerade alles sehr verwirrend hier, muss ich gestehen.
Ihr geht mal bitte weg da. Ich habe jetzt gerade andere Sachen. Geh mal kurz zurück nach Hause, weil ich gerade nicht ganz sicher bin, was hier los ist. Ich habe auf einmal eine Armee, eine große Armee, aber ich habe auch meine ganzen Verbündeten hier teilweise. Lassen das Komplott mal kurz sein. Stopp mal das Komplott kurz. Müssen jetzt mal kurz aufpassen, Estland. Aber wen greift Estland an? Das ist eben die Frage, die ich mich gerade frage. Das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Wahrscheinlich mich. Kriegsgrund ist das hier. Das gehört doch schon Estland. Hä? Mein Krieg, ich greife an. Angeblich greife ich was an. Oder greift Litauen was an. Das könnte natürlich auch sein. Aber die sind direkt auf mich gegangen. Deswegen denke ich fast, dass es hier um mich geht. Im Großen und Ganzen. Egal, mal schauen. Wir haben ja trotz allem eine relativ gute militärische Stärke am Ende des Tages. So, jawohl. Schon mal weg. Die erste Schlacht schon mal deutlich gewonnen hier. Und die alte Sau hat ein Kind. Ah, nee, das ist eine andere. Nee, warte mal, was? Bin ich mit jemandem fremd gegangen? Ach Gott. Ja, schon 3 Söhne. Aber wie gesagt, ich muss die eigentlich gar nicht enterben. Denn das ist eh schon wieder. Naja, jetzt hauen sie wieder aufs Meer ab, ne? Das sind mal wieder die Besten. Was für Söldner. Was ist denn jetzt? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Ich bin gestorben. An inneren Verletzungen. Haben die mich jetzt... Hä? Okay. Es wird immer besser, ne? Wir sind jetzt gerade doppelt gestorben. Ist das geil gerade, no joke. Die Kampagne fliegt mir gerade ein bisschen um die Ohren, ne? Jawohl. So macht's doch Spaß. So macht's doch Spaß. Warum hasst er uns, weil er immer noch alle Titel will? Ganz ehrlich, Junge, du gehst mir richtig auf die Eier, ne? Muss man schon mal sagen. Ah, er geht mir richtig auf die Nerven. So, wir haben jetzt auch lauter Gebiete leider verloren. An unsere Erben. Unsere Mitmenschen. Das läuft gerade sehr gut. Ein Bündnis mit Niederschlesien wird wahrscheinlich erstmal das Sinnvollste sein, tatsächlich gerade, weil ich muss gestehen, oder wir suchen uns einfach jemanden mit einem hohen Diplomatiewert, der uns unterstützt. Zur Sicherheit. Ansonsten muss ich mal wirklich drüber nachdenken, meine militärische Herangehensweise zu überdenken mit Preußen gerade, weil vielleicht sollten wir erstmal dann doch versuchen, das Preußische Reich zu gründen, bevor wir dann am Ende des Tages nämlich alles verlieren, bevor wir überhaupt in die Nähe kommen, Preußen zu gründen. So, mit der alten Sau werde ich niemals ein Kind zeugen können. 18, 18, 18. Winziger Malus. Vererbliche Eigenschaft, I don't like it. Sie könnte hübsch vererben. Wir verlieren aber Prestige. Ah, schwierig. Ich sag's euch, schwierig. Schwierig, schwierig. Ich weiß es gerade nicht, um ehrlich zu sein, was jetzt hier sinnvoll ist. Ja, ich denke, das wird erstmal das hier. Ich denke, wir ändern unseren Schwerpunkt tatsächlich auf Diplomatie. Ich denke, ich muss jetzt hier leider wirklich so weit. Ich muss jetzt hier wirklich dahin gehen und muss meine Herangehensweise ein bisschen überdenken aktuell. Das funktioniert so nicht. Gerade. Wir sind hier in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Militär ist gut, ja. Müssen wir nicht diskutieren. Militärische Herangehensweise ist immer schön, aber wir verlieren hier gerade echt krass an Boden. Und das möchte ich unterbinden. Muss auch mit Fraktionen jetzt natürlich aufpassen. Wir haben jetzt einige Militärfraktionen. Also die nächsten Folgen werden interessant. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich bedanke mich jetzt hier erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, dann geht's nächste Folge weiter mit dem Aufstieg des Preußischen Reichs zu Deutschland. Macht's gut. Tschüss.